Ja, man schafft auch viel längere Wheelies, weil es nicht mehr so anstrengend ist. Es ist halt in den Armen viel entspannter. Hey, liebe Leute, also Wheelie 2.0, das Thema von dem Video, und hat folgenden Grund. Ich habe den Tipp, den ich euch jetzt gebe, weil diesen Schlüssel, damit euer Wheelie anders und besser wird, habe ich schon in verschiedenen Videos drin gehabt. Aber ich habe immer das Gefühl, das geht so ein bisschen unter. Wenn ich mit Leuten spreche, in Kursen oder sonst so, die meine Videos gucken, ist immer so, haben sie noch nie von gehört. Deswegen möchte ich das jetzt nochmal einzeln machen, und weil das mein Wheelie-Fahren nochmal verändert hat. Ihr kennt das Video, warum klappt der Wheelie nicht? Da habe ich es auch schon so ein bisschen drin, den Tipp, aber ich möchte ihn jetzt nochmal intensivieren, und ihr werdet merken, dann geht noch viel mehr mit langen Wheelies, mit Wheelies um die Kurve, mit One-Hand-Wheelies. Wer jetzt ein richtiger Könner ist und ein leichtes Fahrrad hat, kann auch No-Hand-Wheelie machen, wie Fabio Wippmann, das geht dann alles. Und man ist einfach viel entspannter und besser im Wheelie unterwegs. Deswegen nochmal einzeln in dem Video der Top-Tipp für eure besseren Wheelies. So, liebe Leute, also, ihr wisst, wenn ihr den Wheelie macht, dann ist gerade am Anfang wurde immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ihr die Arme streckt, dass ihr euch zurücklehnt. Und dann funktioniert das so, dass euer Vorderrad oben bleibt, wenn ihr euch zurücklehnt und weiter pedaliert. Und ihr habt ganz viel Zug in den Armen hier, weil ihr quasi wie Drahtseile die Arme habt und das Vorderrad so oben haltet. Das wird dann aber auch recht schnell anstrengend. Ihr könnt merken, ihr werdet die Arme auch müde. Und lange Wheelies werden zum Problem. Um die Kurve fahren ist viel verkrampfter. Das heißt, so habe ich auch eigentlich viele Jahre meinen Wheelie gefahren, und es geht ja auch, aber es geht noch besser. Und das hat jetzt nochmal dieser Secret-Tipp, der so schlecht zu demonstrieren ist, weil man es halt gar nicht richtig sieht, sondern nur spürt. Man muss es nochmal einzeln erklären. Schaut mal, man kann nämlich den Wheelie auch oben halten mit Pedalieren und nicht durch den Armzug, sondern dadurch, dass man es über den Sattel oben hält. Mit dem oberen Popoende, Steißbein, kann man hier aufs Sattelende drücken. Da muss man vorher mit dem Po nach vorne rutschen. Dann kann man hier runterdrücken. Und ihr seht, was passiert, wenn du hier runterdrückst? Geht das Vorderrad hoch, quasi, oder es bleibt halt oben, wenn es oben ist. Und auf einmal kann man seine Arme ganz entspannt halten, leicht gebeugt, ganz entspannt, kann um die Kurven fahren, kann One-Hand-Wheelie machen, kann 12 o'clock machen, also heißt extrem, extrem hoch, ja. Wenn man natürlich die Hinterradbremse am Start hat, zur Sicherheit. Ja, und das ist der Top-Tipp. Da möchte ich euch noch mal ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Also, vielleicht seht ihr das. Ich rutsche mit dem Po ein bisschen nach vorne auf die Sattelspitze. Dann kann ich einen Wheelie starten. Und dann kann ich mit dem Sattelende mein Vorderrad oben halten. Jetzt habt ihr den Unterschied gesehen. Früher meine Wheelies, oder vielleicht wenn ihr es bisher so gemacht habt, dann hängt man da irgendwo so. Ganz früh dachten wir sogar, man muss noch mehr mit dem Po nach hinten, dass man dann weiter nach hinten kommt. Und das wird anstrengend. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt bin ich so gefahren, ganz entspannt, und habe mein Vorderrad mit Hilfe des Sattels oben gehalten. Und das ist wirklich, es fühlt sich wie, als wenn ihr auf einmal freihändig locker seid. Das ist ein ganz anderes Feeling. Und das müsst ihr unbedingt mal probieren. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen Kurven fahren, dass das alles viel besser geht. Also nach vorne rutschen, den Wheelie starten. Und dann ganz entspannt mit dem Popo das hier Vorderrad oben halten. Eine Hand weg. Okay, kannst. Wenn ihr den Wheelie so fahrt, könnt ihr auch viel besser euch über dem Rad bewegen oder das Rad unter euch. Habt ihr gerade gemerkt? Vor allem, als man diese Ausgleichsbewegungen, die man intuitiv macht, sind auf einmal viel lockerer, weil man halt nicht diese krasse Zugspannung hier bei einem Arm hat. Ja, und dann One Hand, wie gesagt, solche Spielereien. Wenn ihr mal die Briten guckt, das ist mir irgendwie mal aufgefallen. Autoart bei Profifahrern, mir ist halt besonders bei britischen Profifahrern aufgefallen, weil wir Fahrtechniktrainer immer so waren, ja, streckt die Arme, damit wollten wir halt bewirken, dass die Leute halt nicht einfach den Lenker hochziehen, dass sie sich wirklich erstmal strecken. Mit den Wheelie lernen. Ja, und jetzt ist uns immer aufgefallen, warum fahren denn die Briten so und nicht mit gestreckten Armen? Und ja, jetzt wisst ihr es und macht es nach. Ja, und leicht bergauf mache ich jetzt euch auch nochmal vor, falls ihr den Wheelie noch nicht so sicher könnt, noch an den Ausgleichbewegungen und so arbeitet. Leicht bergauf ist natürlich immer am besten zum Üben und nicht in der Ebene.
Also mit dem Popo nach vorne gerutscht, den Wheelie locker starten und ihr merkt, One-Hand-Wheelie geht viel lockerer. Ja, man schafft auch viel längere Wheelies, weil es nicht mehr so anstrengend ist. Es ist halt in den Armen viel entspannter. Ihr könnt das Rad viel lockerer unter euch bewegen. Das ist sehr angenehm. Dann kann man auch so Spielereien machen wie am Vorbau fassen. Geht dann viel einfacher. Übt weiter und ihr werdet merken, jetzt kommt noch was Schönes. Bald in Kürze was sehr Spannendes für die Fahrtechnik. Bis dann, euer Marc. Thank you.